Also, unser Planet, auf dem wir spielen, fangen wir da mal an, ne? Heißt Toril. Das hast du schon über meinen Stift. Wollt ihr das alle mitschreiben? Ja. Sehr gut. Dann diktiere ich jetzt weiter. In der Welt von Toril, zwischen dem windgepeitschten Schwertmeer im Westen und dem geheimnisvollen Land von Karatur im Osten, hast du schon mitgeschrieben? Nein. Liegt der Kontinent Farun. Farun, das wäre wichtig. Denn auf Farun spielen wir. Farun ist ein Ort vieler Kulturen und Völker, wird aber von den Ländern der Menschen dominiert. Fertig? Den Nerven. Niki? Niki? Wisst, die Zeitrechnung, ganz gewöhnlich, 24 Stunden hat der Tag, 365 Tage hat das Jahr, okay. 12 Monate gibt es, also ja. Unterteilt in 3 10 Days. Das heißt, eine Woche ist ein 10 Day, also einmal ein 10 Tag. Ist ja auch nicht so wichtig. Wir sagen 10 Days, Anglizismen sind voll gut. Ein 10 Days sind 10 Tage. Ein 10 Days sind 10 Tage, das sind eine Woche quasi. Wir befinden uns im Mapenoth. Das ist der Monat, in dem wir uns befinden. Was? Der Monat? Mapenoth ist der Monat. Mapenoth. Kann ich bitte alle 12 Monate haben? Ja. Nein. Mama, Altoriak, Chess, Tarshak, Myrtul, Kythorn, Flame Rule, Elysias, Alien, Mapenoth, Ukta und Nachtal. Mapenoth. Das heißt, wir sind im November. Nein, Oktober. November wäre Ukta. Also Oktober sind ein Monat danach. Also Oktober. Also wie jetzt. Es wird also sehr herbstlich. Er heißt auch Blattfall, der Monat. Blattfall, das ist doch viel einfacher. Sag's doch auf Deutsch. Hat er doch, Mapenoth. Wir befinden uns in der Stadt Waterdeep. Waterdeep? Wer möchte denn anfangen? Nee, er darf noch nie anfangen. Was? Ladies first. Einer von euch beiden darf anfangen. Okay. Na los, komm. Einer von euch beiden hat angefangen. Ja, du euch. Du befindest dich in der Stadt Waterdeep und zwar auf dem Marktplatz. Ja. Zusammen mit deinem Lehrmeister. Ja. Ihr kauft dort ein. Okay. Wir sind ein bisschen rumgereist. Mhm. Euer Tempel ist ja nicht unweit von hier entfernt, mhm, aber doch schon ein bisschen. Gemüse. Gedöns. Kartoffeln. Kartoffeln sind immer gut. Lebensmittel. Lebensmittel. Stoffe. Ja. Mhm. Gefäße. Genau. Wer trägt das alles? Mein Meister. Nein. Mein Meister. Nein. Nein. Wie sieht der Meister denn aus? Klein, hat lange grüne spitze Ohren. Nein, der ist definitiv auf jeden Fall kleiner als ich. Hat so ein orangenes Gewand an und Glatze. So der schöne Marcel. Ein da der stehe ich mir jetzt der schöne Marcel vor. Der schöne Meister Marcel. Nein, mein Meister heißt Raputz, ist 1,70 Meter. Der läuft immer klein. So über den Markt und stellt sich jedem vor. Raputz. Dunkel, dunkle Hautfarbe. Kein Bart. Kein was? Kein Bart. Nö. Bartloser Meister. Aber habe ich auch gerade überlegt. Weil er ist ja schon älter. Okay. Aber er kann noch gehen. Er kann noch gehen. Braucht keinen Stock. Er kann sehr gut gehen. Für sein Alter. Okay. An welchem Stand steht er jetzt gerade? Gerade stehen wir am Kartoffelstand. So. Und wollen uns Kartoffeln holen. Hast du auch das Geld dabei? Ja. Mein Meister hat das Geld dabei. Der muss tragen, der muss blechen. Der muss einfach. Er muss, läuft da falsch. Nein, ich trage. Okay. Du siehst deinen Meister da ein bisschen weiter weg vielleicht. 1, 2, 3 Meter, 5, 6, 7 Meter. Was? Der ist so weit weg von mir? Ja, während du dich da mit den Kartoffeln beschäftigt hast und gesagt hast, wow, das ist aber eine hübsche Kartoffel. Ja. Nee, musst du sagen, das ist eine hübsche Knolle. Ich hast aber halt schöne, viele Augen. Siehst du deinen Meister da mit einer dunklen Gestalt reden, also dunkle Klamotten an, Kapuze drüber, kannst das Gesicht nicht erkennen. Mhm. Und die reden da. Und oha. Okay, und er ist aber nicht irgendwie verängstigt oder nö, irgendwie so, also ganz normal. Nö, der Meister fasst ihn so auf die Schulter, die reden da so, sieht eher freundschaftlich aus. Okay, ich bin so ein bisschen skeptisch. Also ich gucke dahin, mach dabei warte, dass der Standmann, der Kartoffelstandmann, der Standmann. Hier
mir die Kartoffeln in meinen Jutesack, wie auch immer. Mit dem verkaufen oder was? Ja, Kartoffeln. Muss ich mir die ganzen Kartoffeln hier anfassen? Nein. Muss ich mir auch mal kaufen hier? Ich gucke doch nur. Ja. Ich kenne solche Leute wie du. Hier diese Orks. Die haben mich damals immer überfallen auf meinem Bauernhof. Das tut mir sehr leid. Ich werde das aber nicht tun. Aha. Hier ist ein Beutel. Dürfte ich ein paar Kartoffeln... Seht, dass da ein Beutel ist. Musst du mir nicht erklären, dass da ein Beutel ist. Ich hätte gerne... Hier ist eine Kartoffel. Willst du die kaufen oder essen? Ein paar mehr kaufen. Ja, und dann mal rüber. Kohle. Ja, gib mir erstmal welche da rein, nicht nur eine. Wie viele willst du denn? Sag mal. Du kannst es doch selber reintun, hier ist doch hier alles. Ach so, kann ich selber. Okay, dann mach ich. Bin ich doch hier kein Ork. Ach so, gut. Dann packe ich mir das ein paar Management rein. Hat das Recht, die Bedienung geben zu verweigern. Der steht hier auf dem Schild. Sehe ich noch irgendwas am Stand? Hat er noch was anderes außer Kartoffeln? Hier. Ja. Frischkartoffeln. Das sind die Futterkartoffeln für die Pferde. Ich weiß, dass ihr die lieber mögt. Ja, kein Problem für mich. Sind ja auch ein bisschen günstiger. Ich nehme auch Frischkartoffeln. In den gleichen Beutel rein? Nein, ich habe noch einen zweiten Beutel dabei. Hast du mir gar nicht erklärt. Ach, ich denke, du kannst das sehen. Ja, jetzt kann ich das sehen. Ja. Ja, dann packe ich mir auch noch frische Kartoffeln ein. Und jetzt? Ja, wie viel? Ja, mindestens 3 Kupfer. Mindestens 3 Kupfer. Ja. Hast du Wechselgeld? Ja, dann wechsel. Habe ich ja alles hier. Ja, dann wechsel mal raus. Komm hier, nimm es. Und? Kannst du dir aufschreiben? Ja. 1 Gold weniger, oder was? 8 Silber. 8 Silber? Mhm. Und dann gehe ich Richtung meinem Meister. Okay, du gehst zu deinem Mais? Ja. Mais. Und möchte gerne wissen, was da los ist. Der Typ ist schon abgehauen wieder. Okay. Steht aber hinten noch. Den siehst du da hinten stehen. Ja. Redet noch mit anderen Leuten. Aha. Sind auch so dunkle Typen. Auch so alle mit Gewand. 2, 3 Leute. Okay. Und die unterhalten sich da. Bisschen weiter hinten. Und dann frage ich meinen Meister, was die Gestalt von ihm wollte. Wir haben uns unterhalten. Da ging es um Geschäfte. Da müssen wir nachher sowieso nochmal drüber reden. Okay. Damit du da auch im Bilde bist. Mhm. Ne? Und wie hieß der Herr oder Frau? Das ist ein Geheimnis. Mhm. Du kennst ja Geheimnisse. Wir haben ja einige Geheimnisse. Ja, na gut. Dann warte ich bis nachher. Hier auf diesem Platz. Mhm. Neben mir pinkelt jemand. Mitten auf dem Marktplatz. Ich gebe dir nachher eine Adresse. Ja. Und da musst du dann etwas für mich machen. Tue ich. Ich habe jetzt Stoffe, die Kartoffeln und Schalen. Wir haben auf jeden Fall Schalen noch geholt. Mhm. Und, wunderbar. Bisschen Farbe. Dachschindeln. Wo schläfst du denn? Ich? Wo ich schlafe? Heuboden. Was? Heulbohnen? Ja. Heuboden. Ach, Heuboden. Ohne, dass du gefragt hast oder mit Bezahlung? Oder mit Fragen? Oder hast du kurz für gearbeitet, mal irgendwas geholfen? Nee, da habe ich nichts für getan. Bitte nicht. Einfach freundlich gefragt. Bei irgendeinem Bauern oder was? Genau. Und direkt, der hat sogar gesagt, oh, da Heu ist noch Platz. Direkt vor der Stadt Waterdeep. Ja. Denn Städte, wer das nicht weiß, sind ja so, meistens sind die Städte immer für sich. Und draußen rum sind kleine Bauernhöfe oder genau. Kleine Dörfer, die Städte dann mit Nahrung versorgen. Mhm. Ja. Und die Sonne lacht durch die Spalten der Scheune rein. Und hat auch ein bisschen gezogen, war kalt. Unten steht der Bauer, der Farmer, wie auch immer. Der Landwirt. Der Landwirt. Jeder! Ja? Aufstehen, oh. Es ist morgens! Oh ja, ich wollte doch ein bisschen schlafen. Ja, nee, der Besuch ist da für dich. Wie, ich hab Besuch? Bin doch hier gestern erst angekommen. Ja, welcher der Besuch ist gerade erst angekommen. Hat er dir nicht gesagt, wie er heißt? Nee. Ah, ich komm mal runter. Er hat nur gesagt, er möchte den Typen auf dem Heuboden sprechen. Woher weiß er, dass ich hier auf dem Heuboden bin? Habe ich ihn nicht gefragt. Du bist aber kein neugieriger Mensch. Stellt man nicht irgendwelche unbequemen Fragen, da handelt man sich nur Ärger ein. Ich habe dir ja auch keine Fragen gestellt, oder? Naja, dann ziehe ich mir erstmal meine Rüstung und so dann wieder an. Zieh dich mal an. Genau, und geh da mal runter. Die Holzleiter knatscht unter deinem Gewicht. Das glaube ich. Gefährlich. Bricht auf Hälfte durch, rums. Das könnte gut passieren. Das ist ein Berg. Du stapfst nach draußen. Ja. Und siehst da einen Typen stehen, im schwarzen Mantel. Gesicht kannst du nicht sehen. Der steht da, hat die Hände so ineinander verschränkt quasi, also in eine Hand in den anderen Ärmel rein. Und dann geht der Bauer noch vorbei und dann macht er noch so, der Landwirt,
Und dann macht er noch so Bewegung hier. Da kommt er. Ja gut, ich gehe zu dem hin, bleib aber erstmal noch auf Distanz. Sie haben mal hier nach mir gesucht. Ja. Wir haben dich schon eine ganze Weile beobachtet. Und wir hätten da ein lukratives Angebot für dich. Er setzt seine Kapuze ab. Du siehst dahinter eine blaue Hautfarbe, schwarze Pupillen. Und irgendwie leuchtet das ein bisschen ganz komisch bei ihm da. Er hat so eine, irgendwie so eine strahlende, leuchtende Aura. Sieht es wirkt nicht, das positiv oder es negativ? Wirkt auf jeden Fall nicht negativ im ersten Moment. Blaue Hautfarbe, wüsstest du jetzt nicht genau, wo er die haben könnte. Aber sowas könnte man kriegen, wenn man magische Experimente macht und da was schief geht vielleicht. Viel mit Tinte gespielt. Ja, vielleicht. Wir müssen natürlich sicher gehen, dass du auch der Richtige bist. Wir können ja nicht einfach irgendwen fragen. Sie sind doch hierher gekommen und haben speziell nach mir gefragt. Also müssen Sie ja wissen, dass ich der Richtige bin. Das haben wir ja erst rausgefunden, nachdem wir dich ein paar Monate beobachtet haben. Oh Gott. Wir haben schon öfter nach dir geschaut, wie du so bist, was du so gemacht hast oder was du so nicht gemacht hast. War doch gar nicht in der Stadt. Das stimmt. Und was wollen Sie von mir? Das kann ich nicht hier besprechen. Wo müssen wir denn dafür ganz hin? Ich gebe dir eine Adresse. Hier in der Stadt oder wo? In Waterdeep. Erstmal muss ich mir anhören, was das für ein Job ist. Wenn das eben ein krummes Ding ist, dann können sie das alleine machen. Es ist weniger ein Job, es ist mehr eine Lebenseinstellung. Eine Aufgabe, für die man geboren sein muss. Dann geben sie mir die Adresse und dann kann ich mir das ja mal anhören. Hast du einen Zettel da? Ich dachte, du gibst mir eine Adresse auf den Zettel. Nee, ich habe keinen Zettel. Ich habe zufällig einen Stift gefunden. Wo hast du denn den her? Ich ritze mir das jetzt in mein Schild ein. Okay, Ronda Schniegnoll. Du mich auch. Noll oder Neun? Haus 17. Ronda 17, aha. Ronda Schniegnoll, Haus 17. Du mich auch, sagst du zu dem blauen Kerl. So, und während du dann wieder hochschaust von deinem Schild, ist der Typ auf jeden Fall weg. Verschwunden. Nur noch eine Rauchwolke. Du siehst aber das weite Feld, also da ist nicht sehr viel bebaut. Er scheint entweder sehr, 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 sehr flink zu sein oder er hat sich einfach aufgelöst. Guck auf den Fußboden und sehe auch keine wegführenden Fußabdrücke. Siehst du nicht. Siehst aber ein komisch blökendes Schaf. So, du wieder. Wir sind im Tempel. Im Tempel könnt ihr nicht sein, denn der ist stundenweit weg. Ups. Ihr schlaft dort in der Stadt. Ach so, wir schon die Nacht dort geschlafen. Ach so, gut. Und jetzt schlafen wir noch. Morgens seid ihr nach Hause. Seid ihr zum Hotel gekommen oder zu der Unterkunft? Hotel! Ja, morgens seid ihr zu der Unterkunft gekommen und dann schlaft ihr gleich wieder. Ja, wir gehen dann erstmal, bringen die Sachen natürlich dann erstmal in unser Zimmer. Oder in den Kühlschrank. In den Kühlschrank? Was denn? Kühlkammer. Kalt draußen. Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Oh Gott, haben wir das Luxuszimmer genommen. Rapunzel guckt dich an und sagt so: Was hast du da alles eingekauft? Ja, Sachen. Ja, aber wir essen noch hier in der Unterkunft bei den Leuten. Ja, können wir doch auch. Was wollen wir mit den ganzen Kartoffeln? Die nehme ich für zu Hause. Bis dahin sind die doch schlecht, wir bleiben doch zwei Wochen hier. Ach, die sind doch da nicht schlecht, das sind Kartoffeln. Ja. Die wären doch nicht schlecht. Mensch, und außerdem kann ich Pferde füttern gehen mit den Kartoffeln. Ja, ich hätte dir vielleicht lieber das Kochen beibringen sollen. Und so ein bisschen über Lebensmittel und so. Hättest du vielleicht. Ja, nun, du bist ja immer noch hier. Also ich gucke auf die Sonne. Ja, du guckst... Guckst in den Spiegel. Ich habe hier so einen kleinen Spiegel, der reflektiert die Sonne. Und anhand, wie du geblendet wirst, ja, weißt du, wie spät es ist. Ja, du wolltest mir ja eine Adresse geben. Ich sollte ja was für dich erledigen. Habe ich ja gemacht. Ach so, wie hieß die denn? Was lese ich denn auf dem Zettel, den er mir gegeben hat, oder auf dem Stoff? Ronda Wonda? Bla bla blub. Ronda Stieg. Ronda Stieg 9. Ne? Cosmo und Wanda. Ronda Stieg 9 in Waterdeep. In 90 Waterdeep. Haus Nummer 9. So, Haus in Nummer Mappe 9 habe ich aufgeschrieben. Ich habe Haus Nummer 17 gesagt. So. Haus Nummer 17? Was? Was? Nicht 9. Was, 17 oder was? Ja. Ach so. Auf dem Zettel siehst du, wie er da durchgestrichen hat. 9, 17 steht da drauf. Ja, er ist halt ein bisschen älter. Manchmal weiß er nicht, was er schreibt. Ja. So. Und was soll ich dort erledigen für dich? Ja, geh dorthin und lass dich überraschen. Erledige das, was dir gesagt wird. Und dann kannst du wiederkommen. Das, was mir gesagt wird, okay. Erledige es. Es scheint sich um was Wichtiges zu handeln. Aber es ist in Ordnung für dich, dass ich das tue. Ja, natürlich. Ja, gut. Ich frage. Währenddessen kann ich die Kartoffeln hier heimlich entsorgen. Weiterverkaufen. Ich nehme mir ein paar Kartoffeln mit.
ein paar frische Kartoffeln und ein paar nicht frische Kartoffeln, falls ich auf dem Weg Tiere habe, die ich füttern kann. Ja, frage die Tiere aber erst, ob sie nicht allergisch auf Kartoffeln sind. Sonst haben wir da Probleme. Letztes Mal, ne? Weißt du noch? Nein. Ja, doch. Wo du die eine Kuh für Kampfübungen missbraucht hast. Wenn keiner gegen mich antreten wollte, was kann ich denn machen? Die halten ja auch nichts aus. Bist du jetzt immer noch hier? Ja, ich gehe los. Ist ja gut. Oh mein Gott. Taschen voll mit Kartoffeln. Wie das aussieht. Nein, sie so hat doch mehrere Jutesäcke. Ich habe doch jetzt nicht so viele Kartoffeln eingesteckt, dass ich jetzt so ausgebeult bin. Der hat halt kleinere Kartoffeln gehabt. So. Die dümmsten Bauern haben die nichts Kartoffeln. Ja, ne? Siehst du. Du bist ja immer noch hier. Ich gehe doch. Hier stundenlang über diese blöden Kartoffeln. Mach Bratkartoffeln. Bitte geh jetzt einfach. Ja, Meister. Ich muss noch ganz viel schreiben hier in meinem Tagebuch. Ja, Meister. Ich gehe. Und ich finde die Adresse auch. Und du auch, siehst ja? gerade, wie er da so ein genervtes Smiley in sein Tagebuch malt. Stimmt. Da muss man sich erstmal durchfragen. Wir kennen das Kaff ja gar ja, nicht. Ja, genau. Deswegen ja, ich wollte jetzt einmal wissen, muss ich fragen, wo es ist oder kenne ich es? Oder? Ihr könnt euch durchfragen. Okay, dann tue ich das. Und ihr kommt ja sicherlich auch an. Okay. Bei welcher Hausnummer kommt ihr an? 19. 17. Also ich bin bei 17. Gehst du bei 19? Ja, ich gucke diese weiter. Komische Tante daneben an. Denke, da soll ich hingehen? Oh, nee. Die über 17 steht. Stellt sich pseudomäßig jetzt auf die Veranda bei 19 hin. Und guck erstmal, was die Person da an der Haustür macht, wo ich eigentlich hin will. Also ich bin jetzt bei 17, klopfe. Mit also schon meinem kleinen Hammer in der Hand. Wie sieht denn das Haus aus, wo ich dann stehe? Oder das Gebäude? Sieht völlig gewöhnlich aus, wie normale die anderen Tür. Bauten auch. Es ist eine relativ... Steht da irgendwas dran? Oder irgendein Schild oder irgendwas? Nein. Okay, dann klopfe ich. Klopf, klopf. Tür ist auf. Achso, oh, Entschuldigung. Also die ist schon auf. Ich sehe ja, doch, die ist dass so angelehnt. Die ist wenn du klopfst, angelehnt. Dann klopfst du sie schon auf. Aber ich klopfe trotzdem. Ich warte trotzdem, ob sich irgendwer rührt. Ja. Yoga-Ball. Ja. Hinter dir sitzt eine alte Oma. Die ganze Zeit schon auf der Veranda beobachtet dich. Hm? Yoga-Ball. Sind Sie da, um mit mir zum Einkaufen zu gehen? Ich suche dir Haus Nummer 17. Die haben meine Frage nicht beantwortet. Nee, ich bin hier auf der Suche nach Haus Nummer 17. Der mit Ihnen einkaufen geht, der kommt noch. Ach so. Ja, und wann kommt der? Das weiß ich auch nicht. Ja, nicht, dass er zu spät kommt. Das wird alles so knapp. Mag das immer nicht, diese Gehetze. Oh, der ist immer so hektisch. Mensch, Mensch, können Sie nicht Ihrem Chef mal sagen, dass Sie das lieber machen? Ich suche hier eigentlich nur in die Haus Nummer 17. Und ich glaube, ich bin hier falsch. Aber wenn ich den sehe, der mit Ihnen einkaufen geht, dann sage ich ihm das. Ja, ich glaube auch, ich bin hier falsch. Ach, Sie wohnen hier auch gar nicht. Ich weiß nicht. Ich sitze hier seit gestern Abend und keiner holt mich rein. Lachen Sie da etwa? Nein. Oder sind Sie vielleicht der Handwerker? Ich sehe Ihren großen Hammer. Welche Hausnummer ist denn das jetzt hier? Wissen Sie das denn auch nicht? Nee. Ich glaube, dann gehe ich mal weiter gucken. Ich glaube, ich bin ja falsch. Bis gleich dann. Sie winkt dir noch hinterher. Und dann sitzt du da wieder. Sieht ganz zufrieden aus. Geh zur Haus Nummer 17. Nachdem sie jetzt schon reingegangen ist. Ja. Ja, bin ich. Ja, bist du. Hast doch gerade die Tür eingeklopft. Nein. Hat sich denn einer gerührt? Also hat mir irgendwer die Tür aufgemacht? Tür ging nur auf. Okay, dann drücke ich sie vorsichtig auf und gucke rein und sage Hallo. Es heilt so ein bisschen drin. Okay. Ist denn also Licht, Kerzen oder sowas? Nix. Dunkel. Haus ist leer drin. Okay. Keinerlei Möblierung. Sehe ich trotz der Dunkelheit auch irgendwie ein bisschen was? Es ist nicht dunkel. Es ist nicht dunkel. Okay. Es sind ja Fenster im Haus. Okay, gut, das habe ich ja gemeint. Tageslicht fällt rein. Meinte ich ja, ist irgendwie Licht. Okay. Es ist kein... Also, was sehe ich? Ein leeres Haus. Warum soll ich denn in ein leeres Haus gehen? Fragst du ihn? So, dann gehe nein, das denke ich in meinem Kopf da drin. Nur ein Zimmer? So. Weiß nicht, genau, sie ist ja noch nicht reingegangen. Ich gehe ja jetzt rein. Ja. Und gucke mich um. Gucke, ob es da noch andere Räume gibt. Keller vielleicht. Eine Luke im Boden. Ich gucke mir alles an. Und rufe währenddessen auch immer noch mal Hallo. Ist hier jemand? Wenn du ein Zimmer weitergehst. Ja. So ein, erst kommt so ein kleines Zimmer vorne. Und dann gehst du ein Zimmer weiter. Da ist ein sehr großes Zimmer. Mhm. Sieht aus, wenn es unten den ganzen Bereich des Hauses ausfüllt. An der Seite führt noch eine Treppe hoch. Ist aber auch leer. Ja. Und in der Mitte steht aber ein Tisch. Mit einem Kerzenständer drauf, einem goldenen. Ohne Kerze drin. Der Tisch ist wie so eine Box halt. Eine Holzkiste. So eine Holzkiste, ja, aber schon mit einer Tischplatte oben drauf. Okay, dann gehe ich da mal hin, sehe ich da noch irgendwas?
Nö. Außer diesen Kerzenständer? Siehst du nichts. Okay. Kann ich die Platte runternehmen und gucken, was in der Kiste ist? Der Tisch oder die Platte scheint zu schwer zu sein. Mir ist das zu schwer? Mhm. Du zerrst da dran und kriegst es nicht hoch. Wie bitte? Festgedübelt. Gedübelt worden. Ja. Wie bitte? Mir ist das wirklich zu schwer? Kriegst Muss ich jetzt hoch? Darauf würfeln? Dass ich Wie, du willst auch jetzt diesen Tisch aus dem Boden reißen. Würfel bitte mal auf. Ich stehe währenddessen schon in der Tür und guck, was sie da treibt. Würfeln bitte mal auf Stärke oder auf Stärkeathletik. Das heißt, ich muss den Zwölfer nehmen hier, dass die Zahl... Nein, die Zwölf, also die großen Zahlen sind völlig ohne Belang. Die großen Zahlen haben nichts zu sagen. Ja. Die kleinen Zahlen sind das Wichtige. Die kleinen Zahlen werden zum 20er-Wurf dazu. Ach so, also alles, was ihr würfelt, ist immer erst der 20er. Wenn du jetzt Athletik würfelst, guckst du bei Athletik? Ja. So, da steht eine Zahl. Ja. Und diese Zahl kommt auf den Würfelwurf drauf. Es gibt eine Schwierigkeit, die habe ich im Kopf. Du hast eine Zahl im Kopf. Ich habe, unter anderem habe ich auch eine Zahl im Kopf. Diese Zahl musst du überwürfeln. Aber bedenk daran, seine also, Zahl, die er im Kopf hat, ist immer plus eins mehr als deine. Ja, ja, genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht. So, so gut. Eine Stärke hat er. Oh nein. Was hast du denn da? Also, plus Athletik, 8. 8 insgesamt. Mhm. Ja. Guck mal, was für eine Zahl ich im Kopf habe. 13. Du zerrst an dem Teil rum. Und es geht nicht. Und es bewegt sich nicht. Gut, dann bin ich erst... Und dann... Dann gucke ich nochmal... Also den Kerzenständer kann ich hochheben, vorsichtig? Das kriegst du auch nicht hoch. Müsstest du aufwürfeln. Ernsthaft jetzt? Das ist doch nicht jetzt dein Ernst, oder? Nee, da würfel ich jetzt nicht drauf. Ist jetzt zu peinlich, oder was? ich drehe mich auch mal kurz um, ob hier irgendwer ist. Ja, Kerzenständer, da wäre aber eine kleinere Zahl fällig. Okay. Nur mal so, als Info. Guck mal, was für eine Zahl ich im Kopf habe. genau. So an der Tischplatte irgendwie, wenn ich da so rumfasse? Nein. Oder so unter den Tisch gucke oder unter die Platte oder an der Kiste? Kannst oder du alles machen, aber findest du erstmal nicht. Ich finde gar nicht. Und sonst ist in diesem Raum nichts. Und wenn ich die Treppe mal hochgehe? Hallo? Ist hier jemand? Treppe gehst du hoch, oben ist eine Tür. Ich soll hierher kommen? Hallo? Die hat keine Klinke. Geh ich die, hä? Oben an der Treppe ist eine Tür, die hat keine Klinke. Wenn du so hochgehst, geht es einmal ums Eck, dann siehst du die Tür, die hat aber keine Klinke. Dann versuche ich sie trotzdem aufzudrücken? Geht nicht. Hä? Was ist denn das für... Also sie hat von ihrem Meister Neugier gelernt. Erstmal wieder runter. Du stehst da nur. Hm? Dann gehe ich erst. Ja, musst mir schon das Lachen verkneifen, wo sie sich an den Tisch vergangen hat. Dann gehe ich erstmal. Ich rufe auch nochmal, hallo, ist hier jemand? Auch etwas lauter mal. Sie kommt ja dann wieder runter, getapst die Treppe. Und ich stehe dann so und denke so, und, was gefunden? Oh, hallo. Hallo. Ich soll hierher kommen, haben Sie mich hierher bestellt? Nein, ich sollte auch hierher kommen. Ach so. Und ich fand das gerade sehr interessant, was Sie mit dem Tisch probiert haben. Ja, Entschuldigung, ich... damals hat man sich gesetzt. Ich wollte an die Kiste. Die beiden sind halt sehr förmlich. Also, ihr dürftet euch kurz mal optisch beschreiben. Ja, ja, was sehe ich denn, ich würde nur die Optik, bitte. Ich möchte gerne wissen, was ich sehe, wenn ich die Treppe runterkomme. Da es da ja dunkel drin ist, wirst du gar nicht so viel sehen. Naja, so richtig dunkel ist es nicht. Tageslicht kommt ja rein. Tageslicht kommt rein. Schwarze, schuppige Haut. Mhm. Rotglühende Augen. Also die wirst du bestimmt zuerst dann sehen. Okay. 2,20 Meter groß und weiße, stachelartige Haare. Dass ich mal nach oben gucken und muss. Und sehe nicht aus wie ein Mensch. Okay. Er passt gerade so durch die Tür, wenn überhaupt. Ob von der Breite und Höhe. Ich musste mich schon bücken. Bücken, ja. Die Türen sind da alle nicht... So, und ich muss mich bestimmt teilweise 1,80 nur hoch, meistens. Ja, siehst du, ich kleine auch, Menschen. Ja. Dann muss ich das auch tun. Ja. Stehen wir da beide so geduckt, weil die Decke auch so die Decke ist okay, da können wir gehen. Okay, ich komme die Treppe runter und du siehst ein Halborg, also ich habe Hauer. Und Hautfarbe ist so violett-grau. Mhm. Also grau und violett, ein bisschen schimmernd. Und meine Augenfarbe ist violett. Und schwarze Haare, so Cornrows habe ich. Also hier so diese geflochtene. Dreadlocks. Nein. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. An der Kopfhaut entlang geflochten. Und bin 2,04 Meter. Angetackerte Dreadlocks. Hat er gleich erkannt, dass du 2,04 Meter bist. Ja. Ja, er war noch ein Ticken kleiner als ich. Hallo, ich bin Rakida. Ich bin Jinfan. Hallo Jinfan. Mein Meister hat... mir gesagt, ich muss hierher kommen und was für ihn erledigen. Aber doch nicht den Tisch aus dem Boden heben. Nein, ich wollte halt gern an die Kiste. Ich wollte eigentlich nur gucken, was in der Kiste ist. Ob da irgendeine Art Hinweis oder so ist, was ich machen muss. Aber leider bin ich noch nicht rangekommen. Sonst irgendwas gefunden hier in der Mitte oder ist nichts? Nee, nichts. Also oben ist eine Tür. Die hat aber keine Klinke oder sowas. Also die ist auch trotzdem zu. Also ich will eine Tür in den Garten oder so?
Es gibt eine Tür nach hinten raus. Dann versuchen wir das vielleicht da mal. Wir gehen geduckt dahin. Der muss doch irgendwer sein, genau. Ne, die Deckenhöhe ist hoch genug. Okay. Sollen wir nachhin die Tür aufmachen? Ja, ich will mal gucken, ob die auf ist. Wir gehen da hinten auf und hinten ist auch eine Straße, aber eher so ein kleiner Weg, so ein Matschweg. Aber auch niemand zu sehen. Der führt an den Häusern hinten entlang. Und da ist aber auch keiner. Sehe ich Fußspuren im Matsch? Ja, ganz viele. Okay. Da sind sicherlich ganz viele Leute also langgelatscht mal und ganz viele Wagen und so. Mal? Also sind die schon älter? Sieht man das? Die sind relativ frisch. Es hat nämlich heute Nacht geregnet und deswegen kann man überall so ein bisschen was sehen. Ist es denn auch matschig im Haus? Also das heißt, könnte jetzt, von einer draußen... Wenn ihr das reingetragen habt, dann ja, nein, aber sonst nein, nicht. Nein, nein, okay, gut. Ich kann ich auf Wahrnehmung würfeln, ob ich da irgendwie ein Spiel habe, dann nicht doch irgendwo wer ist? Was möchtest du, willst du auf Wahrnehmung würfeln, um zu schauen, ob da irgendwas zu sehen ist oder ob du irgendwas spürst? Ich spüre, dass da nicht doch irgendwo einer ist. Wo will ich der? Kann ich auch nehmen. Das ist ein extra 20er, falls ihr Nachteile oder Vorteile habt und deswegen zwei Würfel braucht. 16. Okay, du meditierst. Ja, genau. Ist da irgendwo einer im Schatten? Und du siehst auf dieser Tischplatte, da sind so Kratzer direkt neben dem Kerzenleuchter. Die gehen so 5 cm weiter nach rechts. Ah, kann ich probieren, ob man den Kerzenleuchter nach rechts bewegen kann? Ja, kannst du. Ah, gut. Machst du es auch? Mach ich. Es klackt einmal. Ja. Und der ganze Boden geht auf, klackt nach unten und warum bewegt hat sich dann sich so. Bei mir nicht bewegt. Du hast nicht den Kerzenleuchter bewegt. Du hast nicht gesagt, dass du den Kerzenleuchter anfassen willst. Ich habe dich extra gefragt. Also du hättest den Tisch auch, wenn du die 13 geschafft hättest, hättest du den Tisch aus dem Boden reißen können. Oha. Dann hättest du das auch gesehen. Oh, Keller! Gleich erstmal zerstört. Oh nein. Ja, auf jeden Fall geht der Boden da so ein bisschen auf und es führt eine Treppe, eine relativ breite Treppe nach unten. Also keine Fallgrube. Okay. Gut. Und unten seht ihr auch Licht. Voll genehm Licht. Wir müssen uns dann in dem Gang, wenn wir runtergehen, ducken oder ist der auch hoch genug? Der ist hoch genug. Okay. Breit genug, hoch genug. Da könnt ihr sogar nebeneinander langlaufen. Neugierig wie ich bin, gehe ich denn gleich mal runter? Ich komme mit. Weil da brennt ja Licht. Ihr geht dort runter. Ja. Und ihr seht dort, die Beleuchtung kommt aus Steinen, die in der Wand leuchten. Mhm. Leuchtende Sterne. Leuchtende Steine. Für uns jetzt hier nichts Ungewöhnliches, aber damals würde man sagen, hier geht Magie vor. Also da er ja vorgeht, ich gucke auch so ein bisschen, also versuche so ein bisschen aufmerksam zu sein, ob irgendwie irgendwas passiert oder klackt ist oder da irgendwas. Unten Gang oder? Geräusche. Es geht weiter und da hinten scheint irgendwie ein größeres Gewölbe, also ein größerer Raum zu sein. Da es ja alles beleuchtet ist und man alles sieht, man kann alles relativ, einfach weiter. Alles relativ gut sehen. Ich halte so ein bisschen Abstand und dann höre ich denn schon irgendwas vielleicht aus der Ferne? Seine Schritte. Nur seine Schritte, weil die so Geklimper. Laut sind. Mein Geklimper. Ich verdrehe ein bisschen. Seine Waffen, die an seine Rüstung schaben. Na, den Hammer habe ich in der Hand. Er hat übrigens einen großen Kriegshammer dabei. Ja. Nee, der muss aber einhändig sein, weil ich habe ja noch ein Schild. Und dann hat ihn die alte Oma vorhin für den Handwerk gehalten. Der Hammer ist einhändig, aber der Hammer ist auch vielseitig. Das heißt, du kannst ihn noch mit zwei Händen bedienen. Sind Sie bereit für die letzte Reise? So. Ihr kommt dann da an und da steht in der Mitte des Raumes jemand, der scheint euch schon zu erwarten. Hinter der Person ist eine Tür, eine Holztür, rechts ist eine Holztür, links ist eine Holztür. Mhm. Also scheint wie so ein Knotenpunkt da unten zu sein. Okay. Kein besonderer, großartig interessanter Raum. Da ist noch so ein kleiner Schreibtisch, aber der ist nicht besetzt. Also nur eine Person? Mehr nicht. Nur eine Person, kein Mensch. Kein Mensch? Der Blauhäutige. Macht ja nichts. Nein, ein Rothäutiger. Ein Rothäutiger. Der hat auch einen schwarzen Mantel an, dunkle Klamotten und hat so Hörner auf dem Kopf. Oh. Der Teufel. Mit den Hörnern ist er ungefähr so groß wie du, aber ansonsten ist er eher kleiner und er guckt euch an mit so einem argwöhnischen Blick. Will ich auch. Ich auch. Wenn da so ein Schrank in der Tür steht. Hallo? Wir sollten hierher kommen. Warum? Warum ist hier dieser Geheimgang im Keller? Hätte man das oben nicht einfach auf den Tisch schreiben können? Dann würde es ja jeder wissen, ihr und ihr habt ganz schön lange gebraucht. Ich wollte jetzt eine blöde Frage stellen. Was sollen wir denn hier? Was ist denn zu tun? Das werdet ihr sehen. Das werden wir sehen. Und wer bist du? Ach du! Ich habe sofort geschnallt, was er wollte. Ja. Ich habe ja auch gemerkt, dass du es bist. Ist ja schon klar. So, und was, wann... Du hast Hörner! Und dann was? Ganz normal gekleidet, so ein Lederoberteil, kurze Hose, also so knielang Hose und so Bandagen. Richtig, Lederrüstung. Oder so, was heißt Bandagen, ja, wie sagt man so? Eine Lederrüstung. Stoff. Nee. Weißt du, wie so... Keine Rüstung. Also null Rüstung. Ich hab keine Rüstung. Ah, nackt.
Nein, ich habe gesagt, ich habe so einen Lederoberteller mit Hose. Nur Rüstung oder nackt. Was anderes gibt's bei ihm nicht. Vielleicht für das... Ein Lendenschurz. Für seinen Charakter vielleicht schon. Schon wieder? Du hast nur so einen Harnisch an. Ich rede von dir.